José soll mächtig sauer sein wegen dem Gift. Du hast einen kurzen Prozess mit seinem Laden gemacht. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Vielleicht. Also bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Unsere Leute vergammeln in Josés Gefängnissen. Einer von ihnen, Miguel, ist wie ein Sohn für mich. Wir brauchen einen Gefängnistransporter, um sie rauszuholen. Klau einen, dann treffen wir uns an der Tankstelle beim Gefängnis. Wir fahren rein, laden unsere Leute auf und verschwinden, bevor irgendjemand was mitkriegt. Ich vertraue dir, Turi. Also, verkack es nicht. Lass dir nicht zu viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. Das ging schnell. Ja. Ich hab den Truck. Gut. Hol mich an der Tankstelle ab. Bin unterwegs. Carlos, bin gleich da. Gut, bring den Truck in die Garage. Wird gemacht. Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? 8 Monate, vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Puh, klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt, du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Hab ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und 3 Wachen aufgeschlitzt. Sie hat 2 Kugeln eingesteckt, eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach Espada. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit 4 anderen zurückgelassen. Ich hoffe, er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, das war's. Wir gehen. Geh, ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Sweat it. Binga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht.
ich sehe dich, Ingenieur. Thank you.
es. Ich muss den Schlüssel finden. Da ist der Schlüssel. Jetzt befreie ich Miguel. Schnell von hier verschwinden. Geh vor. Carlos, ich habe Miguel gefunden. Gute Arbeit, Turi. Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle. Okay. Bewegung! Etwas weiter. An der Tankstelle. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber du musst mir vertrauen. Alles ist gut. Schon, Leute! Hier, der Warte!
Hier! Granada! Nicht aufhören! Da ist er, Senor Yara. Na los, komm rein. Ja, Bruder. Ich wusste, du kommst mich holen. Hohoho, Asere, du siehst fertig aus. Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert. Du Drecksack. Noch trocken. Das ist gut. Ich trinke Salz. Miguel. Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt habe. Ich hab's versucht. Ich hätte dich niemals vergessen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir wollen alle nur überleben, Bruder. Genug geredet. Gib mir diese scheiß Gitarre. Das war gut, Turi. Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten, aber jetzt bist du auch ein Montero, Dani. Gracias. Also, sag ich jetzt auch Papa? Halt's Maul und trink. Herausfordern! Wer wagt sich in diesen legendären...